Mitten im Ruhrgebiet hat Jamshed Aharzai sein junges Bochumer Modelabel Ruhr Industries gegründet. Dort hat er seit kurzem auch ein eigenes Ladenlokal eröffnet. Doch den Hauptumsatz macht der Firmeninhaber mit seinem Onlineshop. Gefälschte Onlineshop-Seiten kennt er nur zu gut und zeigt ein Beispiel. Auf dieser Seite hat sich ein Freund von mir verirrt und auf dem ersten Eindruck sieht die Seite ja recht seriös aus. Leider hat er nicht bemerkt, dass unten im Footerbereich hier unten kein Impressum aufgeführt ist. Er hat tatsächlich wirklich was bestellt, ist leider reingefallen. Es ist leider Gottes ein Fake-Shop, ja, und das Geld ist weg. Solche negativen Erfahrungen sind längst keine Seltenheit. Das bestätigt auch eine aktuelle Online-Shopping-Studie von ESET, Spezialist für Internetsicherheit. Wir wollten wissen, gab es da schon Probleme mit? Das heißt, was sind die Gefahren beim Einkaufen? Und da muss ich sagen, waren wir doch verblüfft, dass fast 30% der Befragten Probleme bereits hatten beim Online-Shopping. Das heißt, die Ware kam nicht an, es wurde bezahlt oder ich habe gefälschte Produkte erhalten. Und ein Riesenproblem auch dabei sind Fake-Shops, ganz klar. Fake-Shops sind Marktplätze im Internet, die mit erstaunlich günstigen Waren locken, um Käufer meist zu Vorkassezahlungen zu verleiten. Die Ware als Gegenleistung kommt dann nie an. Ein Warnsignal, eine unsichere Verbindung des Fake-Shops. Ein Indikator, dass ein Anbieter es nicht unbedingt mit der Sicherheit sehr ernst nimmt, ist, wenn man die Browserleiste sich anschaut und da fehlt dann dieses HTTPS. Also auch dieses Schloss-Symbol ist da dort nicht zu sehen, ist ein Hinweis, dass die Daten, die ich dort eingebe, nicht sicher, also nicht verschlüsselt übertragen werden. Von solchen Shops sollte man generell die Finger lassen. Hier sind private Daten wie Kreditkartendetails quasi öffentlich und leichte Beute auch für andere Kriminelle. Und auch die Recherche über den Verkäufer der Ware gehört beim Online-Kauf zum Pflichtprogramm. Wenn ich mir unsicher bin, kann ich auch zum Beispiel auf die Seiten der Verbraucherschutzzentralen gehen und da werden auch Shops gelistet, die keine echten sind, das heißt, wo es um Betrug geht. Und natürlich das andere ist natürlich, wo befindet sich der Shop? Ich kann im Impressum nachschauen. Wenn das allein schon fehlt, ist es ein Hinweis dafür, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Unsere Tipps, wie Sie sich vor Fake-Shops schützen können. Impressum ist Pflicht, kein Einkauf bei Shops ohne Impressum. Keine Vorkasse leisten, erst die Ware, dann das Geld, nicht umgekehrt. Und durch gezielte Recherche finden sich schnell die schwarzen Schafe unter den Online-Shops. Auf gute Bewertungen setzt hingegen Jamshed Aharzai. Seine selbst entworfenen Kollektionen haben schon viele Fans gefunden, auch in seinem Online-Shop. Denn auch der ist schließlich ganz real.